Jawohl, und damit willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Sibiru XCOM The Classified, jawohl. Ein Spiel, das ich, weiß gar nicht wann, ah, guck mal, im Februar 2017 das letzte Mal gespielt habe. Okay, meine alten Spielstände sind sogar noch da. Genau, und hier ist mein erster von 2013 auch. Das habe ich damals schon Let's Play gehabt, auf meinem alten Kanal von mir. Und ja, ich hatte jetzt mal wieder Lust da drauf und dachte mir, okay, komm. Spielen wir das jetzt einfach mal zusammen, ja, nachdem Grey Hill Incident jetzt doch eher eine Enttäuschung war. Ja, man, aus meiner Sicht doch relativ vernünftiges Alien-Spiel, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen, wenn wir jetzt mal ein neues Spiel starten, hallo, ja, neue Kampagne, so, neues Spiel. Ja, bestätigen, passt schon so. Welchen Schwierigkeitsgrad nehmen wir denn mal? Ja, nehmen wir mal Soldat, oder? Genau. Also dann, auf geht's und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Wir fangen diese Signale jetzt bereits seit 6 Monaten ab. Noch kennen wir ihren Ursprung nicht. Aber unsere Analysten sind der Ansicht, das sind kodierte Befehle für Schläfer, Agenten, die hier im Land operieren. Genau davor hat Mr. Hover uns immer gewarnt. Sowjetagenten sind in die obersten Führungsebenen unseres Militärs und Staates eingedrungen. Das steht fest. Die NSA ist nicht überzeugt, dass es eine Aktion der Sowjets ist. Director Falk. Wollen Sie uns erst etwa wieder mit Ihren Outsidern kommen? Es gibt eine neue Entwicklung. Kürzlich fand man ein Gerät in der Illyrium-Mine in Bannack, Montana. Die Technologie ist uns unbekannt. Sie weist jedoch auf eine weitaus höher entwickelte Organisation hin. Und wo ist dieses Objekt? Hier. Schicken Sie Carter runter. Agent Carter? Wer will das wissen? Ihre Begleitung. Anordnung des Direktors. Ich brauche keine Begleitung. Sie bekommen aber eine. Was hat man Ihnen gesagt? Ich soll diesen Koffer hier bei Direktor Falk abliefern. Mehr weiß ich nicht. Und es hat Sie überhaupt nicht interessiert, was drin sein könnte? Nein. Gut. Aber ich muss sicher gehen. Niemand rührt diesen Koffer an, außer mir und Direktor Falk. Das werden wir ja sehen. Es ist hier. Das ist es. Okay. Was auch immer da gerade passiert ist. Die Schusswunde.
Sie ist verheilt? Ich meine, der hat uns doch eigentlich volle Kanne ins Gesicht geschossen, oder? Aber was? Wow. Ja, das ist interessant, was da mit der jetzt war. Aus dem Gebäude fliehen. Mein Kopf. Und da haben wir hier irgendwas, was wir einsammeln können, oder? Was ist passiert? Das werden wir bestimmt mit der Zeit herausfinden. So, ich hoffe, vom Ton her geht's. Ich habe eigentlich schon einen kleinen Probelauf gemacht vorhin. An sich ich glaube, ich hatte einen zu viel. Genau, an sich müsste der Ton gut eingestellt sein. Sind sie tot? Was ist das hier werden los? Wir sehen. Jawohl. Scheiße! Alles klar, weiter, weiter, weiter. Und hopp. Ich muss hier weg. Ja, ja, keine Sorge, Carter. Wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem Weg. So. Die sind auch tot. Na komm, du sollst da rüber. Willst du noch mit? Hä? Ganz ruhig, Will. Unten bleiben und weiter. Können wir. Deren Waffen können wir nicht einsammeln, okay. Da sehe ich schon etwas. Die armen Teufel. Sie hatten keine Chance. Was haben wir da? So, das ist irgendwie ein Getränkeautomat oder sowas, ja? Ja. Beim Essen niedergeschossen. Sie wurden überrascht. Wie feige. So, die geht weiter, oder? Schön beim Billard spielen. Mhm. Okay, geht wohl hier raus. Mayday, Mayday, ich bin getroffen! Was zum Teufel? Darauf werden die bestimmt hören. Stellen Sie auf und dann schieß. Hast du doch schon 100 Mal gemacht. So. Da sind noch mehr von den Sektoid. Genau, das sind die Schwächsten der Aliens. Quasi die Sklaven. Ich glaube, irgendwie sowas ist das. Ich glaube, das sind wirklich Versklavte. Bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Wie gesagt, 6 Jahre ist es das her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Komm. Ja, ein bisschen weg. Genau, ein bisschen Gegenwehr dürfte dann schon leisten. Ich muss weiter. Ja, ja. Wir sind da dabei, wir sind da dabei. Komm, durch da. Hallo? So. Agent Carter? Ich bin Agent Nils. Direktor Falk sagte, ich soll... Falk? Ist er am Leben? Soviel ich weiß, ja. Nehmen Sie das Funkgerät da und versuchen Sie, ihn zu erreichen. Jawohl. Kommen, kommen! Direktor Falk? Agent Kenny! Der Direktor und ich verteidigen das unterirdische Labor. Gibt es einen Fluchtweg? Wir bleiben auf Position, bis Sie und Nils zur Evakuierung eintreffen. Bin schon unterwegs. Gehen Sie ins Lager für neue Werkstoffe und nehmen Sie den Aufzug ins Untergeschoss. Wir halten hier die Stellung, solange es geht. Jawohl. Wir können hier abkürzen. So, guck mal da. Was haben wir da? Ein Foto. Eingang zu den Laboren. Mhm. Na dann, auf geht's. Missiltreffer ist ohne Wirkung. Feindliches Schiff ist... Ah! Ui. Na gut, dann auf geht's. Feind auf der Brücke! Feind auf der Brücke! Wir sitzen laufen fest! Sie! Schnell da! Jimmy, harter Vorsicht! Was ist das? Ja. Na super. Leben wir noch? Jawohl, wir leben noch. Sehen Sie nach, ob Sie die Tür öffnen können. Wir treffen uns drin. Komm doch einfach mit mir mit. Okay, ich muss diese Tür aufkriegen. Gewehr im 14, okay. Entschuldigung, Soldat. Ich brauche das dringender als Sie. Ja, passt schon, denke ich. Ein Commander steht und fällt mit seinen Entscheidungen auf dem Schlachtfeld. Selbst der Tapferste stirbt, wenn er sich kopflos in den Kampf stürzt. Will ein Commander überlegene Truppen besiegen, muss er umsichtig, kreativ und präzise agieren. Ja, das ist... Sie sind hier. Gehen Sie hinter den Kisten in Stellung. Ich umgehe Sie durchs Fenster. Eröffne das Feuer!
Keine Deckung! Frist 3! Ausgeschaltet! Sterbt ihr Dreckshecke! Sie halten ihre Stellung! Durch? Da können wir nicht durch. Ah, wir können das Fenster aufmachen. Zur Hölle mit dir! Das war der letzte von Ihnen. Gut. Das hat gereicht. Wir treffen uns bei der Tür auf der anderen Seite. Ja, Dialoge sind jetzt teilweise ein bisschen laut, glaube ich, oder? Na, schauen wir nach der Folge mal. So. Erstklassiger Schuss. Sie sind gut, Carter. Ich war mal gut. Unsinn. Falk hätte kein Interesse an Ihnen, wenn Sie nicht der Beste wären. Ja, doch, das ist ein bisschen sehr laut. Glaube ich gerade. Komm, machen wir es mal. Genau, ein Ticken leiser. So. Man wird sehen. Okay, weiter geht's. So, wo? Da geht's lang. Guck mal, da sind die Nächsten. Können wir uns eigentlich auch irgendwie hinhocken? Wir können nichts mehr für ihn tun. Mhm. Armer Teufel. Ich glaube, den Absturz hat er sowieso nicht überlebt, oder? So wie das Flugzeug aussieht. F5 Einsatzziel anzeigen. Ah ja. Okay, da sagt uns das Spiel wenigstens, wo wir hin müssen. Feuert auf das Schiff! Wir lassen nicht locker! Weiterfeuern! In Deckung! Positionen halten! Weiterfeuern! Super. Okay, Munition müssen wir anscheinend aktiv einsammeln. Deckung und günstige Positionen sichern ihre Agenten und eröffnen Chancen zum Angriff. Sie können Befehlsabfolgen für sie erstellen, etwa vorzurücken und auf ungedeckte Gegner zu feuern. Nutzen sie Gelegenheiten und agieren sie effektiv. Das Kampfgebiet ist ihr Verbündeter, wenn sie es geschickt nutzen. Okay. Feuer eröffnen! Vorsicht! Da ist so eine Art MG-Nest! Moment, ich habe eine Idee. Schlachtfokus aktivieren. Okay. Bewegen, Ziel markieren. Keine Ahnung, können wir jetzt einfach mal. Los, dahinter! Rücke aus! Genau, und wie kommen wir jetzt wieder zurück? Aha. Okay. Willi Nils Fähigkeit kritischer Treffer. Ach so. Los, draufhalten! Okay. Ja, ich hab mal wieder nicht gelesen, was da steht. Ich erledige ihn! Verstärkung! Aha. Kreuzfeuer einrichten! Na komm. Geh mal hier hinten in Deckung, genau. So, komm. Genau. Sag mal, warum haltet ihr auf einmal so viel aus? So. Was sind das für kleine Mistkerle? Das klären wir, wenn sie tot sind. Hier drüben in der Klemme. Ja, ja. Ich weiß doch, Nils, ich weiß doch. Vater, Sie müssen auf sich aufpassen. Sie sind tot. Los, weiter. So. Drücke F2, um deinen Agenten den Befehl zum Sammeln zu geben, okay? Kommen Sie zurück, Gentlemen. Okay, bin unterwegs. Gut, dann geht's vermutlich hier weiter, oder? Sieht irgendwie. Genau. Puh. Hier durch. Das Lager ist gleich da vorne. Was haben wir da? M14 vermutlich, genau. Was immer es war, es sollte nicht explodieren. Wir sind der Konfession weggeflogen. Wir warten lieber nicht, bis wir es erfahren. Der Frachtaufzug ist hier drin. Achtung, Carter! Sie sind hier! Ja, ich sehe sie. Genau, so. Wir kommen durch! So. Dahinter, da haben wir. Genau, jetzt können wir. Splittergranate. Wie können wir. Jetzt ist halt die Frage, wie können wir die einsetzen? AG gedrückt. So, genau. Und. Das war der letzte von Ihnen. Sehr gut. Holen Sie den Aufzug. Er bringt uns nach unten zu Direktor Falk. Den Aufzug.
ich hole den Aufzug, jawohl. Gucken wir uns den mal genau, das ist so ein etwas größerer schon mal. Der da ein bisschen ragdollt, aber gut. Auf geht's. Los, schnell! Haben Sie gehört? Oh. Sie sind draußen. Schnell in Deckung. Outsider, das ist jetzt der Richtige, okay. Stehe unter Feuer! Können wir schon rein? Ne, können wir immer noch nicht. Sie kommen näher. Na komm, wie viele Kopfschüsse überleben die denn? Das ist ja der Wahnsinn. Da wollte er es hin. Na komm, hör du auch. Ach. So. Sie haben die Position abgeriegelt. Über uns. Was ist das jetzt schon wieder? So. Komm. Er ist da. Putzen Sie sie weg. Jawohl, komm, rein, rein, rein. Oder dürfen wir jetzt noch nicht fahren? Wir dürfen jetzt noch nicht fahren. Okay. Hallo? Sie sind tot. Los, weiter. Sehr gut. Splittergranate ist das noch reicht. Da. Jawohl. Ab nach unten. Die größeren Dinge, die sind anders. Ich glaube, die geben die Befehle. Die anderen sind bloß einfache Soldaten. Großer Gott, nichts wie raus hier. Los, kommen Sie. Ja, ja. Ach, jetzt dürfen wir. Jetzt dürfen wir. Ich glaube, Pumpkin wird auch nicht schlecht gewesen. Noch lebt. Der Alte ist zäh wie Leder. Und Kinney und Weaver passen auf ihn auf. Ja, aber wer weiß, ob man ihnen trauen kann. Die beiden waren von Anfang an dabei. Wenn jemand loyal zu Fork steht, dann sie. Na gut, dann wollen wir das mal glauben. Was sind das für Dinge? Großer Gott! Meine Fresse! Armer Teufel. Wir hatten keinerlei Chance. Wir müssen vor denen bei Direktor Fork sein. Mit Loyalität hat das nichts zu tun. Kurz vor dem Angriff ist eine von unseren Leuten auf mich losgegangen. Eine von uns? Ich glaube, sie war mit irgendwas infiziert. Ihre Augen wurden schwarz. Sie hat mich angeschossen und wollte den Koffer, den ich bei mir hatte. Sie hat sie angeschossen? Ja. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Das war... Der Koffer war, hat sie getötet. Und mir mein verdammtes Leben gerettet. Okay. Ach, guck mal, wir können... Okay, wir können quasi nicht nur Pistole und Gewehr, sondern und wir können auch Gewehr und Gewehr. Das Illyrium-Labor ist gleich davon. Was ist Illyrium? Was haben wir da? Direktor Frost. Mit einem nötigen Respekt vor Ihnen und der Organisation, die Sie repräsentieren, schreibe ich diese Nachricht, um Sie zu bitten, die Aktivitäten einer gewissen Agentin Angela Weaver zu bremsen, die derzeit für Sie arbeitet. Die Frechheit ihrer jüngsten Aktivitäten kann nur auf geistiger Verwirrung basieren und ist völlig unbegründet und haltlos. General Deans. Ich glaube, Sie sind nicht befugt. Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Stimmt. Tja, wir sind vor einigen Jahren drauf gestoßen. Bald stellte sich heraus, dass es sich um ein außerirdisches Element handelt. Eine Art Weltraumgestein. Ist wohl kaum ein Zufall, dass diese Outsider das einzige Illyrium-Labor auf der Erde angreifen. Vermutlich nicht. Jawohl, die sind auch alle tot. So. Kommst du? Kommst du? Damit ich hier auf den Knopf drücken kann. Hallo, Spiel. Hallo. Ah, gut, dann. Zum Illyrium-Labor. Ach, ich muss in die andere Richtung. Das kann mir auch mal jemand sagen. Ach Gott. Na gut, dann folgen wir mal dieser tollen Spur hier. Aha. Jetzt haben wir da noch ein Foto. Ja, was bedeutet das? Das ist eine gute Frage. Ich erkenne darauf nichts. So. Gut, rein hier. Sie da! Stopp! Zurück, Soldat. Agent Nils, schön, dass Sie noch leben. Agent Carter, wir müssen reden.
Richtig. William Carter, Agent Second Class CIA, meldet sich wie befohlen. Kriege ich jetzt ein paar Antworten? Sie sollten ein Artefakt abliefern. Haben Sie es dabei? Ich melde mich, heißt das. Meine Güte. Es wurde zerstört. Es wurde im Kampf zerstört, Sir. Ich wäre tot. Interessant. Wenn wir heil hier rauskommen, wird mein Team Sie testen wollen. Sir, bei allem Respekt, mein Einsatz hier ist zeitlich begrenzt. Unter diesen Umständen sollte ich sofort mit Director Frost sprechen. Wir nehmen an, der Direktor der Central Intelligence ist tot. Bedauere, Carter, aber die Vorschriften sind klar. Sie unterstehen jetzt mir. Okay, wo haben Sie noch angegriffen? Was sind das für Dinger? Was sind das für Dinger? Wissen wir irgendwas über die Dinger? Es gab zwar Theorien über diese Outsider, aber das war der erste gesicherte Kontakt. Und der lief ja großartig. Wir hatten uns von dem Artefakt, das Sie verloren haben, Aufklärung erhofft. Aber an Studienobjekten mangelt es uns jetzt nicht. Ich will nur eines wissen. Wie man sie los wird. Geht mir genauso, Carter. Warum greifen die uns an? Es gibt viele Theorien, aber keine Antworten. Vielleicht stammen sie vom Mond und wollen nicht, dass wir dort aufkreuzen. Dies ist wohl kaum ein geeigneter Zeitpunkt für Witze. Noch. Bisschen Humor. Ist immer gut. Die sind doch nicht nur hier. Schwer zu sagen. Die Fernkommunikation ist landesweit gestört. Ich gehe davon aus, dass es auch Washington erwischt hat. Mein Gott. Vorerst müssen wir das Schlimmste vermuten. Okay. Hier können wir nicht bleiben. Erstmal verschwinden wir von hier. Dann planen wir den Gegenschlag. Wird schwer genug, heil hier rauszukommen. Ich muss noch die Forschungsresultate sichern. Ohne die haben wir keine Chance. Sie, Nils und Kinney holen die Kommandanten im Strategiezentrum ab. Wir treffen uns am Bahnsteig. Verstanden. Na gut. Das Strategiezentrum erreichen. Dann Agent laufen wir Carter. Mal. Sehr freut Sie. Sparen Sie sich das, bis wir hier raus sind, Agent. Kinney, was ist mit Agent Weaver? Sie ist vorhin in Richtung Strategiezentrum weiter. Keine Ahnung, ob sie es geschafft hat. Sie taucht schon auf. Tut sie immer. Bestimmt, da bin da ich mir sicher. Im Labor. Was machen die da? Keine Ahnung, ist doch egal. Gehen Sie in Position, solange Sie abgelenkt sind. Jawohl, also auf geht's. So. Dann schauen wir uns das mal an. So, genau. Pirschen wir uns dann hier. Wenn du unter Beschuss stehst, drücke Leertaste, um im Schlacht einen Plan zu schmieden. Okay, im Schlachtfokus, ja. So. Dann gucken wir mal, wen haben wir noch hier? Mine, Lasersturm. Ziel markieren. Können wir bei allen Zielen markieren? Ja. Okay, dann mach du mal kritischen Treffer auf. Ja, mach mal auf den da. Nutzen Sie Ihre Tarnung. Ziel markieren. Und du auf. Konzentriert euch auf den da. Ja, bin schon dabei. Zack. Jawohl. Ja, komm. Ich hoffe, die schießen jetzt auch auf den. Na komm. Das war knapp. Sollen sie doch. Da können wir gleich mal die Pumpkin ausprobieren, wenn sie nah genug dran sind. Huch. Nee, das wollte ich gerade gar nicht. Jawohl. Und du noch, hä? Der Punkt geht an uns. Sehr gut. Das war's. Los, weiter. Jetzt verstehe ich, wieso Foxy fürs Bureau haben will, Carter. Das habe ich ihm auch gesagt. Warum? Weil wir jetzt ein paar Aliens umgelegt haben. Na gut. Oh, was liegt da jetzt noch? Ein Brief, Memo an... Ja, an Gefriff. Was ist denn das, Gefreiter? William Carter darf sein Quartier nicht verlassen, außer unter der Aufsicht von Lieutenant Garber Powell. Identifizierungsfotos von Garber Powell und William Carter habe ich dieser Nachricht beigefügt. Dieser Befehl hat höchste Priorität. Unter keinen Umständen darf jemand anders als der Kurier selbst an dem ihm anvertrauten Koffer Manipulation vornehmen, damit hantieren oder ihn auch nur berühren. Lieutenant Kerr. Sind wir denn da? Na gut. Was war das?
Interessiert nicht. Holen wir die Führung im Lagezentrum ab und dann nichts wie weg. Falls noch jemand übrig ist. Okay, keine Granaten. Noch mehr Artillerie. Davon dürften wir so tief unter der Erde nichts mitkriegen. So, dann schauen wir mal. Kannst du, genau, du machst jetzt nochmal deinen kritischen Treffer auf. Na, geben den Sie da. Den Rest. Und du. Schauen wir mal, Lasersturm. Aha. Ich erledige einfach mal da. Bereite Geschütz vor. Jawohl. Gut, das Geschütz ist hier vermutlich Verschwendung, oder? Also für den einen Typen, der jetzt noch da ist. Das ist nur das V. Ah, okay. Das ist der so. Letzte. Sehr gut. Wo geht's weiter? Da. Okay. So, was haben wir hier noch? Jawohl. M14 Munition nehmen wir mit. Wo ist denn das Lagezentrum, Mensch? Schauen wir mal. Was hat man aus dem Illyrium hier unten gemacht? Alles. Reaktoren, Waffen, alles Mögliche. Was ich da so gesehen habe, das war wie aus der alten Captain Thunderclap-Serie. Kenne ich nicht. Mein gutes, das spielt auch 1962, also wer weiß, was es damals so für Serien gab. Keine Ahnung. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Außer toten Wissenschaftlern nicht. Da kriege ich mir so ein kleines Half-Life-Feeling, muss ich sagen. Aber nun gut. So, Leute, aber ich würde sagen, bevor wir hier durchgehen, machen wir jetzt erstmal wieder einen kurzen Cut. Dann verabschiede ich mich jetzt mal für heute und ich hoffe, wir sehen uns morgen beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.